Hallo, ist Naruto 186. Herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 8. Und jetzt machen wir weiter, wo wir aufgehört haben und wollen jetzt die Bomben suchen und gehen auch weiter zu Scarecrow vor. Ah, ne, ist er noch. Achso. Klar. Geht noch nicht, ich muss erstmal den Ding öffnen. Schön, ich muss erstmal den blöden Sicherheitskasten suchen und öffnen. Ah, ich will nicht ducken. Schön wäre es nicht ducken. Wollte aber ich mich nicht ducken. So. Los geht's. Okay. Da hinten hoch oder was? Ja, natürlich da hinten wieder hoch. Ach, wir sind komplett falsch, leck mich doch. Ja, dann muss ich das Mobil rumdrehen, leck mich doch. Sorry Leute, wir sind falsch gefahren gerade eben. Wir sind echt komplett falsch gefahren. So. Raus wollte ich eigentlich gerade gar nicht, aber... Ich weiß nicht, warum wir komplett falsch gefahren sind, aber wir müssen hier runter. So. Perfekt. Okay. Genau, das war jetzt richtig, was wir machen wollten. Hier waren da jetzt die Penner und jetzt muss ich gerade gucken, wohin. Warte mal. Jawohl, jetzt mal kurz hier rein. Ja. Gibt es da irgendwo was? Warte mal, lass ich mal nachprüfen hier mit. Nicht da, aber ich muss gerade mal hier gucken. Nee, da kommen wir nicht entlang. Das ist das Problem, da können wir nicht hoch. Hä? Nee. Hier ist verschlossen, okay. Wenn wir hier rausgehen, das wäre nicht gut, weil da kommen wir oben raus. Das heißt, sowas von schlecht. Gibt es da oben irgendwo noch was hier? Vielleicht was zu tun. Nee, anscheinend auch nicht. Okay. Leute, Alter, wohin jetzt? Wir müssen eigentlich gleich dort vorne lang, aber wir können ja nicht. Kommen wir hier gerade nicht durch? Das ist nämlich jetzt gerade dieses Problem. Nee. Vielleicht finde ich da irgendwas. Mhm.
Mann doch dahin. Aha! Bingo! Nee, Quatsch, nicht Bingo, da ist er offen. Ich wollte schon gerade sagen, Bingo! Warte mal, gibt es noch was? Noch hier so ein Stromkasten hier. Verläuft der? Das ist der Deckel, wo ich abgerissen habe. Okay. Da habe ich ein paar Laternen am Ohr gerissen vorhin. Reißen irgendwo. Oh Mann, ey. Leute. Warte mal. Ich hab mir fast gedacht, wir müssen da hoch. Da hab ich mir fast gedacht, dass wir da hoch müssen, aber dass wir da irgendwie nicht hochgekommen sind, das hab ich nicht gewusst, aber ha. Okay. Wir sind genau richtig, wir müssen da hoch. Perfekt, das Bettmobil muss da. Gut, dass ich das Bettmobil dafür gerade so genutzt habe dafür. So, dann wollen wir mal ganz nach oben gehen hier. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Einem Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum. Perfekt, gehen wir mal hier rein. Welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln. Und hab den ersten. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Ja. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Ach, perfekt, jetzt mache ich nicht mehr so viel von den Dingern. Da sammeln wir es gut drauf. Besten Freundchen, nur steh dich. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen? Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. So, jetzt mache ich das hier hinten erstmal raus, dass das Ding schon mal hier mir schon mal nicht im Weg steht, hier der Scheiß. Jetzt verschwinde ich erstmal mal die Gitter. Bodengitter hier. Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie
und bete, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Die Bürger Gothams können weglaufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. Was wohl wäre, wenn mich der Arkham Knight nicht gefunden hätte? So, jetzt muss ich gucken, wie wir das besser anstellen am besten hier. Habt ihr Angst? Für die Tschüss. So, die zwei sind schon mal erledigt. Die zwei Trottel sind schon mal erledigt. Notfall. Explosionsradius bei 46 Meilen und ansteigend. Was ist mit dir passiert? Jede eurer Aufgaben ist unverzichtbar für meinen Plan. Mein Prinzip wurde in Jahren. Kannst vergessen, hab dich trotzdem. Lass es bleiben, Alter. Die Geschwindigkeit, mit der es in den Blutkreislauf eindringt, wird nur von seiner Wirkungskraft. Gut, den haben wir, den Typen. So. Nicht aufhören, Beeilung beim Verladen der Chemikalien. Okay, da gibt's noch ein paar. Weltwaffe. So. Solange Scarecrow nichts anderes sagt, wird verladen. Sobald es in die Atmosphäre entlassen wurde, wird die Gaswolke die Asche gleitet durch Fenster. Von dort aus hat sie das Potenzial, den gesamten Kontinent zu verschlingen. Eine ganze Nation, die vor Angst erzittert. Laut meinen Berechnungen wird die Wolke über Jahrzehnte Angst verbreiten. Du kommst zu spät, Batman. Der Lauf wird in die Luft fliegen. Genau. Vergiss es. Ich weiß, dass in jedem von euch viele Fragen schlummern. Die Gegenwart des Toxins schwingt des Zweifels Klinge. Ihr könnt nicht aufhören zu denken, habe ich was abgekriegt? Vielleicht glaubt ihr, diese Anzüge würden euch schützen. Komm her. Kannst du schon liegen lassen, Freundchen. Niemand kann euch vor dem Terror bewahren, den ich zu entfesseln im Begriff bin. So. Niemand außer mir. Oh, wie viele Penner gibt's jetzt noch? Ein Bewaffner, da gibt's noch, und der ist wo? Wo ist dieser Penner? Ah, da hinten. So, den schnapp ich mal. Explosionsradius bei 152 Meilen und Anstand. Bleib hier. Was macht denn der? Bleib hier. Und den gesamten Staat in Angst hüllen. Du machst dir gar nichts. Lass es. Werden sie es jetzt tun. Auch sie werden schreien und sich gegenseitig umbringen, um zu überleben. Gut, dann bin ich jetzt hier den Part, wir sind jetzt im nächsten Part, wenn ihr in der Route 1986 freue ich mich, wer weiß, ob ihr einschaltet, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir in die Kommentare, ich bin euch dann schon auf